Hallo, willkommen zu einem neuen Replay. 2 gegen 2, Wolf Hese, witzigerweise Doppel-Brite. Ich habe in den Kommentaren nur gelesen, dass das Bar-Counter sein sollen. Das weiß man natürlich vorher nie, ob das denn so ist. Von da scheint es aber ein Random-Spiel zu sein. Und gucken wir uns mal an. So, bevor das jetzt hier in die Action geht, ich überlege gerade ein neues Projekt zu machen mit Company of Heroes. Da wird gelabert. Und zwar, ich habe das ja schon mal vor zig Jahren, glaube ich, gemacht. Dass ich meine alte CD rausfische und dann von der 1.0-Version auf die 2.6-Version und 2.601-Version hochpatche, um alte Replays wieder zu laden. Und dann kann ich die alten Turnier-Replays und andere Replays der alten Pros durchgucken. Dann na, sind die vielleicht schon 10 Jahre alt und vielleicht auch wieder ein paar doppelt davon. Aber ich erinnere mich nicht mal, welche ich vor 2 Jahren gecastet habe. Aber das muss ich ausprobieren, weil ich glaube, als ich das letzte Mal das zum zweiten Mal versucht habe, hat er bei den Patches immer wieder gesagt, die kann man nur nämlich nur so von Webseiten laden, dass da Viren drin sind. Und da weiß ich nicht, ob das funktioniert. So, lange Rede, kurzer Sinn, bevor wir jetzt so viel verpassen. Ich gucke, dass ich mein altes Company of Heroes quasi irgendwie aufgespielt kriege. Und habe unendlich viele Replays zur Verfügung. Das ist so ein bisschen die Idee. Also vor Steam-Zeiten die Replays. Ja, das ist so ein Moment, wo ich hoffe, dass ich das hinbekomme. So, die Briten, die arbeiten sich gerade in die Mitte vor. Hat er sich nicht dahingesetzt aus irgendeinem Grund, okay. Wahrscheinlich Angst gehabt, dass er es nochmal antippt, ich weiß es nicht. Also Doppelbrite ist ein bisschen komisch, muss man sagen. Vor allem, wenn das Bar-Counting angeblich war. Das stand zumindest nur in den Kommentaren. Und da weiß man, wie gesagt, ja nie. Er ist auf jeden Fall komisch und ist auch meiner Meinung nach nicht der Stärkste. Aber auf Wolf Hese sind die Briten super stark, weil die eben den frühen Mord hochziehen können, packen ihn hier hinter zum Beispiel, weil die die Gräben hochziehen können und dann direkt unbesiegbar sind, weil die die frühe Artillerie vor allen Spielen unbesiegbar sind. Also Doppelbrite ist wirklich super, super brutal. Allerdings ist Wehrmacht und PE die stärkere Kombination meiner Meinung nach. Unser Pro-Replay sein. Und da müssen beide Seiten schon ein bisschen verstehen, ihr Handwerk. Also vergessen darf man auch nicht, dass die Briten natürlich mit der Reconnaissance anfangen, was normalerweise bedeutet, dass die ersten beiden Sektoren, die kappen, denen gehört. Ne? Was jetzt nicht so episch jetzt hier aussieht. Ja, und der normale Start, also der Brand-Carrier, ich bin kein großer Freund von der Geschichte. Aber wichtig wäre jetzt, dass man halt. Das ist übrigens kein Fenster an dem Haus hier links. Ne? Wenn ich da hinsetze, kann man die mal rausholen, deswegen sind die Häuser auch nicht so geil. Außer wir den Headquarter reinbauen, der PEler kann das auch machen. Ey, also ein Mortar-Emplacement wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Und da steht auch schon eins, genau. Vor dem Haus immer ein bisschen gefährlich, ne? Wenn jemand ins Haus reingeht, hämmert er das einfach weg, das Teil. Aber wenn man es contestet, ist es auch okay. Normal würde man es hier unten hinstellen, wenn keiner hinterschießen kann. Aber es ist kein Riesendrama, wenn es da steht. Auch wenn es da unten steht, haben wir auch mehr Deckung, also mehr Reichweite. Wenn da rechts mehr Action los. Ja, und der fährt jetzt rum und hat jetzt seinen Spaß hier gegen die Wehrmacht. Das Bike sehr schön geblockt, gute Aktion von dem Berg. Ein zweites Bike gebaut. Du musst halt sagen, Bike ist gegen Dritte sehr gut, weil man den Brenner einfach mit jagen kann. Emplacements auch verhindern kann, Commanders oder Leutnants und so abknallen kann. Ne? Also mit Bike kann man eine Menge machen. Ist ungewöhnlich, so spät nachzubauen, das zweite Bike, aber Doppelbikes auf jeden Fall gegen Dritte. Immer eine schöne Geschichte, auch wenn der Mortar schon hochgegangen ist. Und dass wie gesagt ein bisschen spät kam, ist das trotzdem gar nicht mal verkehrt. Also er kann das jetzt eigentlich gut kaputt machen, wenn er möchte. Ich bin kein Freund von der Geschichte, weil die zu wenig Schaden machen, wenn der drin sitzt, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Brenn-Carry verzögert halt auch den Tech nach vorne. Ne? Man macht ja dafür keinen Leutnant zum Beispiel am Anfang. Er steigt auch aus, er kennt das wohl auch mit dem Schaden. Zu ihm Wagen. Der hat sie unter den Wagen gelegt. Okay. Hat das noch zu Ende gekappt. Kann man gerne machen, zumal die auch verhindern, dass er weiter kappt. Ne? Weil zwar jetzt Opfer, aber für 16 Munden, das würde den Wehrmachtler sicher freuen, die gute Ressourcen haben. Zweiter Brenn-Carrier, katastrophale Entscheidung, ist recht, weil die zwei Bikes haben. Und der kam jetzt auch einen Tick später, oder? Das verzögert halt den Tech. Also das Stärkste, was man als Brite machen kann auf der Map, ist halt einfach die Adler hochziehen und dann den Gegner die Steinzeitbomben sofort gewonnen. Deswegen kein Mensch gegen Brite Wolfese spielen will, keiner. Aber wenn die beide Brenn-Carrier spielen, die kosten halt Treibstoff. Dann brauchen die noch einen Leutnant, der kostet auch Treibstoff. Und dann kommt eben der Tech sehr spät. Der hat auch noch Munden weggeschmissen. Aber die haben natürlich das Problem aus Doppelbrit, dass sie keinen haben, das reparieren kann, weil dann muss er die Munden benutzen, bis er seinen eigenen PO hat. Aber das geht nicht, weil die keinen Leutnant haben und nicht hochgetaggt sind. Also, wenn das die besten Briten sind, die derzeit erhältlich sind im Angebot, dann stimmt da was vom Makro noch nicht so ganz. Also, Doppelbrenn-Carrier ist Blödsinn auf jeden Fall. Zumal der Mortar da hinten wahrscheinlich auch nicht besonders gut wirkt, wenn die ganze Zeit da hinten die Leute jagen. Ne? Also es ist ein ineffektiver Einsatz der Ressourcen von beiden Briten, hätte ich gesagt. Ja, und wenn er dann wirklich in die Backline geht, ne, kommen die Doppelbikes und schieben ihn wieder weg und dann kann er wieder gegen Munden reparieren. So, sieht trotzdem ganz gut für die Briten aus. Die haben alles, was sie wollen. Die haben ja auch die ganzen OPs da unten dann. Ne? Der Truck ist immer ein OP gleichzeitig, wie das vielleicht noch nicht weiß.
und können dann, also verhindern, dass erstmal gekappt wird der Sektor, kriegen mehr Einkommen. Ne? Sind also in sehr guter Lage und pushen die jetzt auch weg. Und das ist der Sniper, sehr schwer zu kontern. Der will wahrscheinlich mit dem Brennkerry ranfahren, um ihn zu töten. Aber gerade die Doppelbikes, die blocken das oder machen ihn so tot, also das wird nicht funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob ich da raussnipen kann, die Leute. Also bei manchen Fahrzeugen snipt man einen raus, bei manchen zwei. Und bei manchen glaube ich aber auch gar keinen. Hier müsste ich gar nichts zu sagen. Die beiden Bikes, sehr schöner Einsatz von denen. Die blocken halt für den Sniper und schaffen Sicht für den. Und die Achillesferse der Doppelbriten oder der Briten insgesamt halt immer ist eigentlich die Sniper. Schwer dran zu kommen. Ne? Im Rennen, die Sache will man eigentlich ranfahren. Der hat das jetzt ausgegeben, verbessert hier vorne. Dann hat er so ein kleines Ding da, das ist aber Blödsinn, das lohnt sich nicht. Das kostet nur viel. Ja, aber man will normalerweise, ist ja die aufgedeckte Mine, die decken Minen auf, wenn sie stehen bleiben. Die können uns nicht im Laufen, glaube ich, die müssen auf immer stehen bleiben. Man kann gehen, laufen. Stehen, laufen, so vielleicht. Das geht irgendwie, ich habe vergessen, wie es ging, aber irgendwie ging das. Jenes, der komisch. Naja, aber der Sniper da, der wird jetzt die ganze Zeit snipen, ne? Auf Long Range und das ist schon ganz nett, muss man sagen. Zumal die auch nicht aufgesammelt werden, ist das ein guter Manpower Drain. Und die Tommies, die kosten relativ viel. So, jetzt kommt der zweite, der will jetzt den Sniper wahrscheinlich flanken. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, die Doppelbikes verhindern das zu 100%. Also selbst wenn ein Reconnaissance-Trupp kommt, ja, der will wahrscheinlich da rumfahren. Also selbst wenn ein Reconnaissance-Trupp kommt, kann er das einfach blocken. Auch hier ist Armored Carb, schützt auch den Sniper, ne? Also die sind wirklich hier um den Sniper aufgebaut. Und der snipert auf dem Rückzug immer noch Leute. Also der wird wahrscheinlich die ganzen... Schießt doch eigentlich nicht. Der wird die auf jeden Fall gut zurückholen, glaube ich. Was macht er hier vorne? Da sieht so aus, als ob er hier wartet. Der ist auch da unsichtbar. Wahrscheinlich, dass der Sniper um die Ecke geht, dann holt er sich den oder so. Also er wird mit Absicht nicht kappen, jetzt hat er sich anders überlegt. Okay. Die haben immer noch keine Artillerie. Ne? Sie haben ihre T2s jetzt aufgestellt, oder? Also da unten ist jetzt, glaube ich, ein T2. Ich habe mir probiert, das zu erkennen, aber der kleinere Truck ist, glaube ich, ein T2 bei denen. Hauptquartier, Infanteriekommando. Also einen T2 haben sie gebaut, das heißt, der könnte jetzt hier, das ist auch schon der erste Pio, könnte jetzt eine Artillerie so eigentlich sofort hochziehen, wenn er nicht den Treibstoff vergeudet hätte eben. Also die hatten ja eine Menge Treibstoff, ne? Die haben den rechten Treibstoff, die haben OP-Treibstoff, aber er hat halt wie gesagt, ne, den Leuten muss man bauen, der kostet Treibstoff und die Brennkerne kosten auch Treibstoff. Aber es müsste trotzdem in absehbarer Zeit kommen können. Have to drive. Wo willst du denn hinfahren? Was? Wo willst du denn hinfahren? Ja, die haben ein bisschen wenig Ressourcen, aber man muss ja halt sagen, Golfese, es gibt halt einen 16er Mund, von daher haben die schon viel. Also genug und dann eben noch die 10 plus die 5 Anfangsfuel. Das reicht tatsächlich ein Stück weit. Für eine PEler ist ein bisschen unangenehm mit Sicherheit, aber es reicht schon ein Stück weit. Und sie traden gut Manpower bei den Gegnern. Solange die Gegner keine Artillerie spielen und damit das Spiel beenden, könnte das tatsächlich ein Comeback werden an der Stelle. Da geht aber schon die Artillerie hoch. Der muss ja schon besonders verblödet daneben schießen, muss man sagen, damit das Spiel damit nicht beendet ist. Ne? Also er muss einfach nur den Sniper schießen. Oh, es gibt jetzt einen Base Rape, das ist aber sehr ungewöhnlich. Er nimmt keine Minen gelegt, keine Pia-Dinge gegeben, die versteckt hat. Der zweite Brite, der hat wohl immer noch keine ausgegeben, oder? Doch, der zweite Brite hat sich hier oben hingestellt, am Arsch der Welt. Hat auch direkt einen Captain gebaut für Gebäude und baut jetzt hier einen 25-Pfünder. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Da kann er niemals beschützen, die 25 Pfünder. Da muss die auch nicht hin von der Reichweite. Also da steht die katastrophal schlecht. Das ist ein Riesenfehler. Zumal er auch hier keine richtige Defense hat. Der hat da ein brennendes MG stehen, ja? Und eine nicht einsatzbereite Infanterie. Also warum er da eine 25 Pfünder hergestellt hat, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Nichtsdestotrotz haben die beide jetzt Artillerie. Also wenn sie ein paar gute Treffer landen, bevor der Gegner realisiert, dass sie da falsch steht, kann das tatsächlich wehtun. Das Grüne bedeutet übrigens, dass ein Captain im Sektor ist, in den Defense-Bonus. Und sie können sich zum Captain zurückziehen, wenn sie wollen. Ja, und die Armored Cars haben jetzt Spaß, weil da wurde keine Piat ausgegeben. Doch, da ist sie. Der kann aber denen nicht hinterherlaufen. Ich glaube, das ist ein bisschen risky. Ist immer ein bisschen glücksabhängig. Die schießen teilweise sehr heftig, die Dinger. Die kann man, wenn man die in Deckung stellt, werden die unsichtbar, ne? Dafür sind die eigentlich eher da. Reparatur. So, Artillerie schießt. Auf den Sniper. Und jetzt halt die Frage, ob die Glückstreffer landen. Sniper geht direkt weg. Ist halt wirklich ein Stück weit glücksabhängig dann auch, ne? Das MG ist aber wohl da tot. Wie viel Kills hast du eigentlich inzwischen? 5. Hat nicht so viel gemacht seit der letzten Zeit. Das ist die zweite Pack. Also sie haben 2 Packs und 2 ACs und jetzt werden hier Panzerfallen aufgestellt. Die rechnen damit, dass Deckhounds kommt oder noch schlimmer die Kängurus.
Ja, und von da tut jetzt einfach das so zumachen, dass das eben nicht so schlimm ist. Hier vorne rächt sich jetzt, dass dann ein Mortar wahrscheinlich falsch gebaut wurde. Wie gesagt, ich denke immer noch, dass hier die bessere Position ist. Also, wir sind jetzt keine Panzerstrecke und da macht es wahrscheinlich nichts. Das sieht nach verbrannter Erde aus. Der legt ja, glaube ich, gerade eine Brandfalle. Und verbrannte Erde ist sicher auch richtig, weil er den Briten vollständig auslöschen kann, sobald die Hummel kommt. Also, wenn die Kämpfe laufen, kommt die in absehbarer Zeit. Panzerschreck geht jetzt auf den Kommandwagen. Ja, der wird jetzt gleich gesniped. Den Sniper hätte er noch durchziehen müssen. Hätte er wahrscheinlich einen Puck riskiert. Er riskiert er so oder so und den Sniper wäre schon wert gewesen abzuknallen, weil er so schwer zu countern ist für den. Also ich hätte den Puck riskiert und den weggesniped. Das die Ability kostet glaube ich 35 Munden. So, der ist Blitz gegangen, der Wehrmacht. Das ist auch eine gute Sache, weil das sehr kleine Laufwege hier sind, kann er mit Blitz eigentlich unsichtbar sehr schnell beim Gegner ankommen. Zu so einer kleinen Map besonders stark Blitz meiner Meinung nach. Da geht ein Artillerieschlag runter. Jetzt aber schnell. Ich würde einen Schritt zurückfahren, mich du wär. Bam. Hatte ich übertrieben mit dem Schritt. Kills. Also im Moment sieht es so aus, dass tatsächlich die Kills nur, und das geht mit dem Captain Fuck. Ja, doch nicht. Dass tatsächlich die Briten verlieren eigentlich nur Manpower. Ich sehe nicht, dass die jetzt gerade einen Vorteil aus ihrer Artillerie ziehen. Überall hier Brandfallen. Ist unwahrscheinlich, dass wirklich da jemand sich reinsetzt, aber dann ist er tot. Ne? Aber trotzdem, die Häuser sind jetzt geblockt. Wenn sich wirklich mal ein Brite reinsetzen sollte, dann Urido. Aber Briten setzen sich normalerweise nicht in Häuser, das wäre ungewöhnlich. Der hat so ein Unterdrückungsfeuer, der brennt. Der kann den, glaube ich, pinnen, wenn ich mich richtig erinnere. Hat er nur nicht angeklickt. Hat aber, glaube ich, sehr wenig Reichweite. Oder vergleichsweise wenig. Die schießen irgendwie mit der Artillerie irgendwie, den jäten die alles um. Also die Artillerie hält man halt auf die Packs drauf, die hält man in die Basis rein, die hält man auf den Blob, ne? Die hält man auf den Angriff. Man schießt nicht einfach irgendwo ins Grüne und hofft, dass einer gestanden hat. Zumindest nicht ohne einen sehr starken Verdacht zu haben. So, die gesamte Armee ist am Laufen. Jetzt muss man wissen, es gibt da einen Lauf-Exploit. Und ich glaube, der benutzt den jetzt auch gerade, weil ich wüsste sonst nicht, warum er jetzt laufen sollte. Sieht nicht nach dem Stacheln ab aus. Ich habe jetzt lang vergessen, wie der funktioniert bei den Briten. Aber es gibt bei den Briten auf jeden Fall einen Bug, womit die alle die nonstop laufen, jede Aktion. Und das sah gerade eher danach aus, aber ich könnte mich da vertun. Ich glaube, wenn man sich irgendwie zum... War das natürlich? Muss man sich zum Captain zurückziehen, damit die laufen? Also es gab auf jeden Fall einen Exploit, dass man ohne Pause läuft. Und das hat danach ausgesehen. Weil normalerweise nach dem Stachel ab würden die ja dann diesen entpinnen und so. Und dann hätte er ihn doch angeklickt wahrscheinlich. Und danach war man doch, glaube ich, auch erschöpft, oder? Also wir sehen es ja gleich, wenn sie gleich wieder laufen. Also ich will dem Spieler jetzt nichts, ne? Aber ich glaube, dass das der Exploit war. Ich guck's mir gleich nochmal an, wenn die laufen. 17 Pfünder, völliger Blödsinn. Ist ein ganz schwaches Anti-Tank-Geschütz meiner Meinung nach. Ist halt ein Gebäude, ne? Muss sich langsam drehen. Ist unbeweglich und die Panzerschrecks, die jetzt hier in Massen kommen, auch die Unsichtbaren, rocken das einfach weg. Den Blitztrupper hat er eben gesehen gehabt, tatsächlich. Also von daher ist das eine sehr komische Entscheidung. Doppelsniper inzwischen. Gefährlich gegen die Artillerie. Hier müsste vielleicht die AT jetzt runtergehen, weil die packt dann auch gut her. Und wir sehen, dass auch keine gute Position so ist. Aber die Snipes ist dumm dämlich hier vorne, ne? Das ist sehr, sehr teuer. So. Also wenn ihr mich fragt, das sieht nicht richtig aus. Das sieht viel zu schnell aus, wie die laufen. So schnell sollte kein Infanterist sein ohne Laufability, oder? Wie gesagt, ich bin jetzt auch schon ein bisschen raus. Ein britischer Linien-Experte gewesen. Ihr könnt ja mal beischreien, ob das okay ist, was da gerade läuft. Aber für mich sieht das gerade aus, als ob sie diesen Lauf-Exploit haben. Oder vielleicht aus Versehen angeklickt haben. Kann natürlich auch sein. Das will ich nicht ausschließen. Die Artillerie jettet wieder den Boden um, wo keiner steht. Das muss echt aufhören. Also ich habe noch nie so eine schlechte eingesetzte Doppel-Artillerie gesehen. Also beide Briten haben eine Artillerie. Ich habe, glaube ich, noch gar keinen einzigen Kill gesehen von der Artillerie. Das kann so nicht sein. Das ist nicht richtig. Jetzt geht Artillerieschlag aufs Headquarter runter, die haben es ausgebaut zum Reinforcen und fürs Heilen im Feld. Hier auch Heal und der Wehrmachtler heilt ihm das wahrscheinlich auch ab und an. Ja, die Amokas, die sind richtig brutal im Moment. Also wahrscheinlich wären die massiv besser gefahren, hätten die einfach Stuarts gespielt. Oder sie hätten mit der Artillerie mal auf den Gegner gefeuert zur Abwechslung. Ich meine, die können da schon einreißen, da sind halt irgendwie zwei Salben, ne? Die im Prinzip fast gar nichts vernichten. Das dauert ein bisschen, also ich bin jetzt nicht der größte Freund davon. Da oben ist eine Waffe. Ja, die Mitte, also zum Beispiel jetzt sowas. Jetzt wird die Mitte gekappt, ja, und auch noch verbrannt. Da muss eigentlich sofort eine Adli runtergehen bei so einer Aktion. Sofort und ohne Fragen. Aber ich vergesse noch zu Ende zu kappen. Schöner Schuss. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der Stackhound, die nächste sehr starke Einheit.
Die meisten Leute tun die Stackdowns tatsächlich falsch einsetzen, muss man leider so sagen. Ich habe Leute gesehen, die setzen die AFK in eine Flanke, um die Flanke zuzumachen. Oder hier duelliert jetzt mit Panzerschreck, das ist auch nicht immer das Beste, wenn das zwei sind und ein Heal und ein Reinforcement haben. Und die haben ja auch sehr wenig Reparatur, ne? Also theoretisch zwei Reparaturfreunde. Könnte eigentlich reichen, nur einsetzen. Da ist der Block wieder. Wie gesagt, wenn so ein Kampf wie jetzt läuft, ne, dann müsste eigentlich die Adlerie anfangen zu schießen. Und da gibt es ja genug Targets. Mortar, sehr später Mortar. Ich gucke mal die Infanterie gleich mal an, ob die läuft. Das wollte ich mal sehen. Also diese Rückzugsgeschichten, die die haben, die sind natürlich brutal gefährlich. Ne? Die ziehen sich immer in die Front zurück, wenn der Gegner gleich die Hummel hat oder jetzt auch schon den Mortar. Dann wird es jetzt einfach mit der Zeit wehtun. Die sind einfach nicht aggressiv genug, die Briten. Naja, also wenn ihr mich fragt, das sieht viel zu schnell aus. Er ist ja ohne Pause am Schnelllaufen. Das ist so nicht richtig. Der Brite da oben, aber der ist jetzt auch am Laufen. Also hat er jetzt wirklich eine Ability angemacht. Wie heißt der Spieler denn? Das ist der Puma, der da oben läuft. Also ich würde sagen, dass das der Exploit ist. Die laufen ja ohne Pause. Nonstop, immer und überall. Beide Briten. Ich sehe auch keine Erschöpfung oder so. Vielleicht haben die Briten das auch gar nicht. Das wüsste ich, wie gesagt, nicht mehr auf den Kopf zu sagen. Aber wenn zum Beispiel die Ranger, jetzt wird ja alles weggesniped. Wenn die Ranger zum Beispiel diesen Stachelabzeug machen, der hat ja auch so eine vergleichbare Ability, sind die danach eine Zeit lang erschöpft. Und vor allem hat es auch irgendwann Cooldown. Also ich sehe die überhaupt nicht Pause machen. Die laufen ohne Pause. Die sind immer noch an beim Laufen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich stark, wenn er mit der Piat an den Gegner ranlauft, wenn er so schnell seid wie ein Fahrzeug. Und wie gesagt, das machen beide Spieler, als ob die eventuell tatsächlich darüber mal gesprochen haben, wie das funktioniert. Das seht ihr normalerweise selten, dass das ein Dritter macht. Ihr könnt ja mal beischreiben, wenn es jemand weiß mit dem Laufexploit, aber dass die nonstop laufen, also ich weiß es nicht. Und bedenkt bitte, dass das hier gerade auf feindliches Territorium war, wo die eigentlich langsamer sein sollten. Außer der Leutnant ist dabei. Zack. Aber trotzdem, die Sniper räumen jetzt auf. Jetzt geht hier wieder Adlerie. Und das könnte auch, war nicht fake, sofort Adlerie vom Leutnant. Ja, nichtsdestotrotz, ich sehe immer noch nicht, dass das einen Vorteil hat. Also, sagen wir mal so, ohne dass die halt jetzt die OP-Fraktion mit ein paar Exploits, den stärksten Einheiten des Spiels sozusagen, auf der richtigen Map haben, habe ich das Gefühl, würden jetzt tatsächlich total verlieren. Also, die holen viel zu wenig raus. Klick. Also die kriegen die Sniper nicht kaputt, die sind ab und an Packfall nicht, weil die nicht weglaufen kann. Aber ich sehe die eigentlich nur im Rückzug ohne Pause, die ganze Zeit, die sind nur im Zurückziehen, nur. Und die sind überall diese ganzen Trooper hier vorne mit Wedge und allen und die Blitztrooper. Also das wird nicht mehr lange dauern, vielleicht sehen wir es jetzt schon, wird den Truck down gehen und dann muss er den noch neu kaufen, ne? Und dann geht der erste Sektor down, also die rücken jetzt kontinuierlich vor, die Deutschen. Ja, der Truck ist jeden Moment weg. Ganz kurz, ich bin auch überrascht, dass der da steht. Normal stellt man den da hinten irgendwie hin, ein Stück weiter, aus Sicherheitsgründen. Also ungewöhnlich, ihn da vorne hinzustellen. Zack. Bist du? Gegen dritten Blob immer sehr angenehm. Ich frage mich jetzt auch, was gerade los ist, warum die, MG-Bunker, nice. Ist allerdings wahrscheinlich die Pier, sollte den hier abknallen können, oder? Ja, ja, die wird ihn ausschalten, aus dem Haus. Also ich weiß nicht genau, was die spielen. Also der Stack-Count war schon eine sehr starke Einheit. Jetzt haben sie einen Firefly gespielt gegen die ganzen Panzerschrecks. Also ich hätte wahrscheinlich eher Stack-Count weiter gespammt an seiner Stelle. Oder halt mal die Anti-Infanterie-Fähigkeiten halt in irgendeiner Form gestärkt. Also die haben ja... Das ist ja gar kein Anti-Infanterie-Fire. Ja? Das ist ja alles... das ist der einzige Anti-Infanterie-Fähigkeiten. Der einzige. Das ist ein bisschen wenig. Der verbrennt die alle. Nice. Also verbrennen heißt, dass sie keiner kappen kann, die Teile. Das macht man halt, wenn man denkt, dass man die nicht halten kann, die Dinger. Ja, die wollen jetzt ein bisschen Gas geben hier. Firefly und Stackhound, aber der Stackhound auch nicht repariert. Die sind halt zu stark, um die nicht zu benutzen. Also der Stackhound ist so stark, wenn so eine Aktion wie hier ist, Stackhound hochfahren, pucken, fertig, ja. Und direkt wieder rausfahren. Stackhounds sind unglaublich schnell, unglaublich stark und unglaublich beefy. Also sie leben immer noch die Bikes mit 5 Kills zusammen. Also Stackhounds muss man auf jeden Fall aktiv einsetzen. Die können auch bei der Pack einfach den Schuss abgeben, hat davonfahren und dann tut man die Artillerie draufhalten.
So, jetzt haben wir hier allerdings das Reparatur am Laufen. Das wird dies nicht überleben, mein Freund. Die Panther-Jagen wurden dann alles one-zu-shotten. Okay, der jetzt nicht. Also Sniper tun die one-shotten, aber offensichtlich die Captains nicht. Da muss man halt, die gucken sich den Rang wahrscheinlich an und sagen, dem nicht. Zu viele Sterne. Oder bei dem sind das ja zwei Striche oder was sie da haben. Die waren schon wieder am Laufen, ohne Leutnant, ne? Also ohne Leutnant im neutralen Gebiet laufen, das geht auf gar keinen Fall. Das war jetzt die Stacheln-Up-Ability, die ihr gerade gesehen habt. Mir sind sie halt danach rot, weil sie erschöpft sind. Und trotzdem ist ihre Erschöpfgeschwindigkeit normale Laufgeschwindigkeit. What the fuck? Ja, das ist auf jeden Fall der Exploit, den er nonstop benutzt. Also in diesem erschöpften Zustand sollten die nicht in dem Tempo laufen. Ja, das ist, also das auf jeden Fall, beide haben den Exploit benutzt. Da kann man nicht mehr von Zufall sprechen, wenn das beide aus Versehen anhaben, ohne wirklich Spielende. Also das ist auf jeden Fall sehr cheesy. So, jetzt hat er den Sackhaut mal eingesetzt. Gab auch direkt irgendwie einen Fuck oder was das war. Das ist normale Geschwindigkeit, die ihr jetzt hier vorne seht, ja? Schon ein Unterschied. Nichtsdestotrotz, die sind jetzt da durch. Die Panzerschrecks haben jetzt hier unten, ne? Der Firefly ist jetzt tot, Kanone kaputt, Arthur wird ausgeschaltet. Die haben jetzt beide wettbekommen, die müssen nur noch ein Stück raus. Und ich weiß auch nicht, warum der immer noch keine Minen legt oder mal diese Concealed Ability anwendet oder so. Also es ist ein ganz komisches Gameplay von den beiden Briten. Wenn ich natürlich Piers hätte, die nonstop so schnell sind wie ein Fahrzeug, ne, beim Laufen, nonstop, würde ich wahrscheinlich auch kein Concealment für nutzen und wüsste nicht, wie das geht. Ja, der kann jetzt, wie gesagt, einfach da rausfahren, weil die halt sehr beweglich und sehr tanky sind. Ne? Deswegen sage ich ja, reinfahren, rausfahren, normalerweise sogar im Doppelpack dann benutzen. Man kommt ohne Probleme rauf. Da muss man halt, oh schön das Blech, muss man halt eine Reparatur dann in der Backline haben. Aber der Stackcount-Einsatz ist sehr häufig bei vielen Einheiten auch im Spiel, ne? Genau wie beim Armored Car. Oft lohnt es sich nicht, die nur im Einserpack zu spielen. Also auch sowas im Einserpack lohnt sich selten. Jetzt recht, wenn er nur eine Schreck hat. Selbst wenn er jetzt den Truck findet, der muss halt so lange draufballern, dass es sich oft nicht lohnt. Ja. Hummel haben wir noch nicht. Weiter geht's. Die Piers räumen auf. Rückenpanzerung ist, glaube ich, egal bei einer Pier. Die kommt immer auf den Kopf. Bam. Aber trotzdem Rear, oder? Ist aber, glaube ich, egal. Ja, die Pakete ist wieder down. Da ist Verstärkung. Die Sniper, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Die sind wahrscheinlich von der Artillerie irgendwann getötet worden. Das ist halt ne, eigentlich ein Sniper immer down zur Artillerie. Für die Frage wann. Firefly. Reparatur läuft. Ich glaube, Reparatur gibt es einen Bug, ne? Ich weiß nicht, ob das für jeden Punkt gilt. Aber die reparieren oft weiter, auch wenn es schon fertig ist. Dann muss man nochmal draufklicken, ne? Genau, weil der repariert dann jetzt weiter, obwohl es repariert ist. Und dann muss man nochmal klicken, damit die es kappen. Ja, das ist, glaube ich, ein Bug. Haben sie nie gelöst, aber wenn man den nicht kennt, dann repariert das jetzt, obwohl es ganz ist. Dann muss man rechtsklick machen, damit es kappen. Das ist sehr ärgerlich. Firefly, falscher Einsatz. Der Firefly hat eine super Reichweite. Der kann eigentlich alles outrangen. Der muss auf Max-Range eigentlich immer kämpfen. Das heißt, irgendwie musst du den screen, was die Infanterie wäre, die bei denen jeden Kampf verliert. Trotzdem haben die drei Fireflies, also ne, das ist immer noch brutal. Fireflies sind übrigens keine richtigen Schirms, also die können nicht gegen Infanteristen kämpfen. Die sind ausschließlich Anti-Tank. Das, was der da jetzt versucht, ist einfach nur, keine Ahnung, was der da versucht. Das ist aber nicht wirklich gut. Es macht keinen Sinn, der will die überfahren, aber das ist sehr, sehr schwer in so einer Position. Ich hätte übrigens lieber Offensive ausgegeben, weil es einfach keine Killer gibt, außer mit den Stackhounds, aber die haben nur einen. Wobei das der zweite inzwischen. Aber gegen Fireflies wäre Offensive besser gewesen. Aber wenn mehr Stackhounds kommen, ist Defensive sicher auch eine gute Option. Tiger vom Blitz mit Wett 1 direkt, sehr schön. Nicht gegen Königstiger, der kriegt ja keine Wett von dem ne, von dem hier, von dem Kampfkraftzentrum, aber der Tiger schon, den kann man auch öfter wieder kaufen. Deswegen auch eine beliebte Strategie normalerweise ist T1 und dann direkt T3 zu gehen, T2 zu skippen. Wenn man dann eben ne, die Panzer erst spielt mit Wett 1, vielleicht sogar mit Wett 2, wenn man dann den Tiger eben geupgradet bekommt. Ist jetzt nicht der Fall gewesen, war ein bisschen Eile, aber können wir machen. Soll ich nur noch mal erklären, wie das mit der Artillerie funktioniert? Ist wirklich ein ganz simples Spiel. Sobald der Gegner sich einmal zurückzieht, schießt er in die Basis und hat das Spiel verloren. Oder ihr wartet, bis er einen Punkt zurück hat und hat das Spiel verloren. Ja? Es ist wirklich nicht so schwer. Das Problem ist halt echt, dass die keine richtige Anti-Infanterie haben. Und dass da oben eine Menge Panzerschrecks rumlaufen auf beiden Seiten, ne? Von den Blitztruppern und den normalen. Also im Moment würde ich fast sagen, dass die im Norden einen gigantischen Vorteil haben. Und sobald die Hummel kommen, ist das Spiel eh vorbei.
Es baute die nächste Artillerie. Die erste wurde eben da vernichtet, deswegen baute die zweite an derselben Stelle. Und es liegen keine Minen da. Also nur mal zur Erinnerung, da laufen Blitztrupp herum, die wissen davon. Eigentlich müssten diese fünf Piats oder was sie da haben inzwischen, müssten überall verteilt Minen hinlegen, ne? Damit die. Also man muss halt irgendwie verhindern, dass die Trupper unsichtbar an die Gebäude rankommen. Und das machen sie halt nicht, oder an die Fahrzeuge. Also die ballern da. Da liegt keine Minen. Also die haben ja auch keine Artillerie im Norden. Jede Mine, die die legen, da läuft irgendwie ein Trottel gleich rein. Und wenn so eine Panther mit Motorschaden ist und dann gefinisht wird von den Fireflies. Also der Einsatz der Infanterie ist wirklich kolossal ineffizient. Na, hier sieht man, dass der Defense sich tatsächlich lohnt gegen die beiden. Man sieht auch, dass Defense nicht trifft. Naja, der Splash-Schaden des Tigers ist ganz nice, ne? Vier mit einem Schuss. Sehr nice. Also ein Tiger sollte man nicht unterschätzen, die Kanone, die besiegt alles. Das wird ein Repair-Bunker, vermute ich. Haben wir jetzt genug Fahrzeuge, dass wir jetzt recht fertig. Also die machen immer noch den gleichen Fehler. Also die haben keinen Screening-Schirm, die gehen im Nahkampf mit ihren Panzern, die haben keine Anti-Infanterie, die legen keine Minen gegen die ganzen Panzerstrecks, die da kommen, inklusive der Trooper. Die Artillerie die falsche Position, die Artillerie nicht den Rückzug. Also jetzt geht sie zum Beispiel gerade zurück, da muss eine Artillerie jetzt runtergehen, ne? Auf den Rückzugspunkt. Wenn man da nicht rankommt von der Reichweite, dann liegt das daran, dass man die falsch gebaut hat. Ja, ist wohl Fese. Oder die drei zum Beispiel, die könnten jetzt einfach ohne Probleme die Basis hinterherfahren. Er weiß genau, dass sie sich gerade hin zurückziehen und hätte die halt jetzt fucken können, ja? Das wäre zack, zack gegangen. Einfach mit den drei Stackhounds in die Basis fahren, sofort vorbei, dann wären die gefuckt. Ja, eine große Bedrohung, diese Infanteristen hier. Könnte man sofort rausnehmen aus dem Spiel. Ja, die Park steht sehr weit weg und der Panther ist auch sehr angeschlagen und das kann man halt riskieren. Und man kann dann rausfahren. Und haben die nicht auch so einen Phosphorschuss? Ich vergesse das immer wieder. Das war, glaube ich, der T-17, ne? Sieht genauso aus wie der Stackhound. Bist du? Aber jetzt hier hat man tatsächlich die Fireflies, die können jetzt gut auf Distanz halten. Also die Fireflies sind brutal beim Schaden machen. Was übrigens auch eine gute Idee wäre, wären Kängurus natürlich zu bauen. Ich weiß nicht, ob sie die im Deck haben. Ne, haben die nicht, oder? Der Känguru. Ne, der Känguru wird durch den Command-Panzer ausgetauscht, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Aber da ich keinen Command-Panzer sehe, was übrigens auch ein Fehler bei Fireflies ist, mal keinen bauen. Nee. Ach, ich weiß es nicht mehr. Wo gehe ich tausche den aus? Super, den gegen den Stackhound austauscht. Ich habe natürlich nie Exploit und Fies früher gespielt, von da weiß ich das jetzt nicht auswendig. Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Aber Kängurus wären gut, weil die. Ja, tot. Weil die. Wo war das? Du schießt ihn doch ab. Schieß doch! Jetzt hat das okay seines Mitspielers gewartet. Ich weiß nicht genau, worauf die warten. Ich will eine Bündelgranate vorschmeißen. Hat auf den Panzer gewartet. Fehlzündung. Und raus. Er hat halt nur eine Streck pro Trupp, ne? Nicht zwei Strecks. Also die könnten dann statt zwei vier haben und dann ne, instant Puck alles. Ja, der Count ist hier. Geht einen Atemschlag runter. Hat aber noch den einen gefinisht. Und das ist natürlich teuer, so ein Firefly. Der andere geht auch fast runter, fährt jetzt seine eigene Artillerie oder von seinen Mitspielern, je nachdem. Hier ist immer noch ein 17-Fünder, ich verstehe es halt nicht. Die haben ja den Firefly, warum wollen die 17-Fünder gegen Panzerschreck bauen? Ganz, ganz komische Entscheidung. Entsprechend wird halt jetzt auch bestraft, ne? Also die denken halt, dass die ihre drei Stackhounds, die beschützen seine eigene Artillerie, ich denke, das war das du gerade, dass die drei Stackhounds halt ausreichen, aber das ist also nur bedingt der Fall, ne? Nur bedingt. Ich denke immer noch, die müssten die Adler hinterher setzen oder hinterher fahren. Das ist die Hummel. Bye bye. Jetzt das Spiel durch. Geht aber noch weiter. Also die Hummel ist ein Problem, weil die den Placement halt kaputt macht. Was man auch wissen muss, das habe ich von Spyler jetzt letztens gelernt, ist, wenn die Artillerie der Briten schießt, zumindest als ein Placement, dann gilt das als Gebäude und dann kann man eine V1 draufsetzen. Haben die jetzt natürlich nicht. Ne, aber so Artillerieschläge kann man wohl da draufsetzen. Das ist ganz witzig. Ich frage mich, ob das auch dafür gilt, wenn die Hummel den trifft und das kurz sichtbar wird, das Target. Ganz ruhig noch alles. Tiger. So, wir haben da oben jetzt einen Repair-Bunker. Vielleicht ein bisschen wenig für die Anzahl der Panzer. Da geht der zweite hoch.
Ja, die nutzen einfach die Stack-Raum-Beweglichkeit in keinster Weise. Einfach, wie gesagt, in die Basis fahren. Die können auch mit den Stack-Counts die Vierlinge ausschalten und dann immer wieder mit den Peers da hochlaufen. Also das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist in so einer Spielsituation als Brite oder überhaupt als Alliierter darauf zu warten, dass die Schrecktrooper irgendwie ein Ziel finden und das dann one-shotten. Ja, die one-shotten ein Fahrzeug, die one-shotten den Truck, ja, irgendwas. Meinetwegen auch ein Offizier mit Wert 2. Also das ist halt katastrophal, wenn ihr denen Zeit gibt, damit die das ausspielen. Die brauchen halt nur eins, Zeit, ne? Also das machen die wirklich, 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 wirklich nicht so gut. Und ich sehe immer noch null Minen gelegt, ne? Kein echten Screening-Schirm. Theoretisch ist das ja einer, aber der steht ja die ganze Zeit. Weil er so schnell ist, muss er eigentlich die ganze Zeit hin und her laufen, wenn er die aufdeckt. Und da müssen, wie gesagt, Minen gelegt werden. Aber der muss ja auch mal eine Doppelschreck ausgeben. Also so ganz, ne? Klar, ein bisschen Mundproblem. Aber die Doppelschreck sollte schon kommen, weil... Also den könnt ihr mit einer Doppelschreck, könnt ihr die finishen. Jetzt hat er die aufgedeckt. Das war jetzt ein bisschen komisch, er ist genau einen Schritt nach vorne da reingefahren. Der ist nicht da durchgefahren, gar nichts. Der ist nur einen Schritt nach vorne gefahren, Fragezeichen. Warum hat der das gemacht? Da gab es keinen Grund für. Also ich hätte verstanden, wenn er da durchfährt, aber niemand klickt einfach eine Einheit an, um die Millimeter nach vorne zu fahren. Das ist irgendwie sehr komisch gewesen, der Move. Egal. Sagen wir mal, dass es wirklich ein komischer Move war. Wohin bauen die denn die Häuser? Ah, da haben die richtig sauber geschossen. Ich frage mich, ob man da durchballern kann. Oft gibt es ja auch bei kaputten Häusern noch Sichtschutz. Ja, die sind gut dadurch. Gut, du musst echt... Aber der hat ja eine Doppelschreck sogar. Wobei, hast du eine Piert aufgesammelt? Weil der hat nämlich so einen komischen Wert. Der hat ja Doppelschreck. Aber wie kommt der denn auf 7 mit einer Doppelschreck? Also 2 Schreck sind 6. Und der kommt auf eine 7. Hätte er eine Piert gesammelt, hätte man auch eine Piert gesehen. Wie kommt man denn auf 7 damit? Das verstehe ich gerade nicht. Also dass jemand weiß, wie man statt auf 6 auf 7 kommt bei der Anti-Tank, das würde mich mal interessieren. So, Stack-Counts werden jetzt gespammt. Fehlt natürlich vollständig die Reparatur. Jetzt nochmal, die ganze Armee hat sich gerade zurückgezogen. Ihr wisst schon, was ich jetzt verlangt hätte. Ein Artillerieschlag da drauf, das hätte dann hier wahrscheinlich auch noch die Hummel mit erwischt. Ich weiß nicht, warum die das nicht machen. Habt ihr schon keine Artillerie mehr? Doch, die haben noch hier eine Priest sogar gehabt, ne? Hätte die beiden die Troopers finishen können. Ich verstehe das nicht. Mach das doch einfach kaputt, Mann. Also die wirken sehr ratlos, die beiden Briten. Ein Rush-Stuck? Was? Was denn ein Rush-Stuck? Willst du jetzt wirklich Stucks bauen? Wofür soll das gut sein? Hat er das jetzt ernst gemeint? Das ist ja falsch gelesen. Also er hat das Wett für den Tiger und kann das eh gebrauchen. Und da kann auch die Stucks tatsächlich bauen, damit die von dem Wett profitieren dann beide. Aber warum ist er denn Stux bau? Du hast ja die Blitztrooper. Man kann die wahrscheinlich gegen die Stackhounds ganz gut benutzen. Ja, das ist ein bisschen zu suicidal, hier einfach da reinzulaufen. Ja, fast tot das Gebäude. Es muss wieder repariert werden. Die Fahrzeuge fahren auch im Kreis. Habt ihr jetzt 6 Stackhounds inzwischen? Ne, sind nur 4. Okay, mein Fehler. Also was denen wirklich fehlt, ist, dass die ihre Einheiten sinnvoll einsetzen. Also die, klar, die laufen jetzt wieder alle. Aber wenn die Piers sich irgendwo hier unsichtbar verstecken, an irgendwelchen Deckungen, gelb geht ja auch, glaube ich, dann können halt die Fireflies von hinten da oben reinschießen, ne? Ohne dass die das halt, ohne dass sie zurückschießen können, die Panzer. Das ist zum Beispiel so eine Anwendung, die man machen kann. Ja, der hat wieder einen Trooper gefunden. So, jetzt nochmal. Du hast 6, das ist richtig so, und du hattest 7. Sekunde, bevor du jetzt nochmal platt fährst. Oh, jetzt ein bisschen viel Leute hier. Das sind alles Panzerschrecks. Nichts an dieser Panzerschreck ist außergewöhnlich. Also es sieht ja furchtbar aus, aber es sieht halt auch gut aus, oder? Wie er sich ins Gesicht fasst, das Gewehr wegfliegt. Das wollte ich jetzt gar nicht haben. Ich will nur wissen, warum der einen Wert mehr hat, als er haben sollte. Also es gibt... Ich weiß nicht genau, woher das ist. Das sind die klassischen Panzerschrecks, die mit sich bringen. Die haben keine andere Farbe, die haben keine anderen irgendwie Aufsätze oder so. Also eventuell hat er mal eine gedroppt, die wieder aufgesammelt und das gibt Bonusschaden. Also eroberte Waffen geben, glaube ich, Bonusschaden, aber es wird da, glaube ich, weder eine Anzeige angezeigt, noch sollte er es bekommen, wenn er seine eigene wieder aufhebt. Warum hat der 7? Ein Rätsel.
Ich meine, die Zahlen sagen eh nicht so viel aus, aber ich will es einfach wissen. Ich weiß noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aber so ein Z2-Panther ist eine nette Sache. Der fährt super schnell. Kann die ganze Zeit schießen und wieder rausfahren. Jeder Schuss zählt. Das Geschütz ist so scheiße. Jetzt muss es halt manuell nach rechts erstmal drehen und dann ist der Schlange wieder weg, der Panzer. Ja, die sind eigentlich nur noch am Verteidigen, die Briten, ne? Das kann so nicht funktionieren. Die sind auch überall Panzersperren inzwischen. Jetzt können sie auch gar nicht mehr durchfahren, wenn sie wollten, außer hier im Center. Also diese Kämpfe auf der offenen Straße würde ich mir vielleicht zweimal überlegen. Unsere Stackhounds sind schon brutal in Masse und wenn man dann noch ohne Deckung dasteht und dann noch keine Doppelstreckser, sondern nur eine, ich weiß nicht, ob das der richtige Fight ist. Vektorartillerie. Die schießt auf alles außer auf Pax, hat mir, glaube ich, der Smiler jetzt letztens gesagt. Obwohl der gerade der Pack ausgeschaltet. Das war natürlich nicht gewollt, weil es die eigene Pack war. Das war, glaube ich, die Artillerie, die von den Briten kam. Juhu! Okay, lassen wir das. Bam, da will ich nicht reinfahren. Hey, W2-Panther. Hauptsächlich durch Infanterie-Fights, im Ernst. Ich glaube, wenn die hier unten Sicht schaffen, dann geht jetzt die Sektorartillerie auch hier runter. Das ist nur Fog of War. Also sobald jetzt, sagen wir mal, das Bike hier vorne, wo steht's da, hier hinfahren würde, würde die Sektorartillerie des PELAs, glaube ich, hier jetzt einschlagen. Ich will keine zweite Hummel bauen, weil sind ja eigentlich nur Fahrzeuge und Gegner auf dem Feld, die bedrohlich sind. Auch wieder verbrannte Erde. Wie läuft denn das? Wenn er das repariert hat, explodiert das dann erst. Einfach böse. Keine Ahnung, was der britische Plan im Moment ist. Also früher oder später müssen die halt den Siegpunkt holen, den mittleren, oder halt mal den unter rechts da oben. Ja, guck mal, da liegt zum Beispiel gerade eine Pia. Die würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil die extrem geil ist. Also der eine, ich weiß gar nicht, der Schrecktrupper, wenn die, glaube ich, zwei Waffen haben, können die keine Pias mehr einsammeln. Aber der eine PELA zum Beispiel, der könnte eine Pia mitnehmen. Der ist er wieder, mit seinem 7. Geht er wieder? Ja, kommt, vernichtet was, geht wieder. So, ihr wisst schon, was ich jetzt sagen werde als nächstes. Bitte mal die Priester ausrichten. Hat doch eine zweite Hummel geholt, okay. Da würde ich übrigens nie die Artillerie hinstellen, weil wenn man Counter-Artillerie bekommt, dann stirbt hier alles in der Basis. Ja, und er schießt natürlich nicht drauf. Lomo Ploppo. Ja, jetzt schießt er da rein. Und zwar, jetzt haben wir sogar eine Feuerwalze hier, also genau richtig. Und weil eben der PELA seine Artillerie falsch aufgestellt hat, wird durch die Feuerwalze einfach alles getroffen. Tatsächlich hat er nichts vernichtet, also ist noch am Arbeiten ein bisschen. Hast du die richtig gedreht, die Feuerwalze? Also die haben es gerade nochmal ins Headquarter geschafft, der hätte wohl ein bisschen früher schießen müssen. Und der hat tatsächlich gar keinen Schaden genommen. Also die Feuerwalze war genau richtig, es war nur hardcore unglücklich. Vielleicht hätte ich auch falsch gesetzt, normalerweise hätte ich ein besseres Ergebnis erwartet. Hast du jetzt wirklich ein Stu gebaut? Ne, ist ein Stu noch. Ich dachte, ein Stu wollte er eben bauen, hat er gesagt. Die machen einfach nichts mit ihren schönen Fireflies. Also nochmal zur Erinnerung, die Stackhounds, die fahren halt die ganze Zeit hier vorne hin, kämpfen gegen die Infanteristen, verstecken hinter, tun Sichtschaffen und die Fireflies nur noch Long Range die Panther auseinandernehmen. Aber die stellen die halt hier wirklich die ganze Front über auf, die machen niemals einen Angriff damit leider. Also hier zum Beispiel ist die Infanterie, die hat keinen Fahrzeugsupport wirklich an der Stelle, ne? Deswegen hier die ganze Zeit Fahrzeuge da reinloggen. Jetzt kommen sie, aber ist die Infanterie ja schon tot. Kabam. Man muss das auf Long Range fighten, genau, macht er auch sehr schön. Bam. Die Pia, die ist echt witzig manchmal, wie die schießt. Jetzt müssen die Fireflies eigentlich nach vorne fahren, die haben ja Sicht auf die ganzen Fahrzeuge. Die Hummel natürlich darunter, ist klar. Das ist nochmal ein zweiter Grund, wenn nach vorne zu fahren. Das ist Pfeil. Keine Ahnung, die müssen eigentlich nach vorne fahren. Und wie hat die Hummel gerade geschossen? Der würde ich jetzt nicht reparieren. Oh, der Hummel hat doch gerade geschossen. Ob wieder sein Leben passt. Also ich würde davon ja abraten. Also zwei Hummel-Einschläge? Ist ein bisschen wenig, oder? Gegenschlag. Feuerwalze wieder oder so, vermutlich.
Der jettet wieder die Basis rum. Was hast du denn? Wie hast du denn die Feuerwalze gelegt? Warum hast du die denn da hingelegt, um Gottes Willen? Warum nur? Das, hast du die Fische oder was? Das ist eine Art zu angeln. Wer soll denn im Wasser gestanden haben? Wir räumen zumindest gründlich das Wasser weg. Okay. Da ist immer noch eine Piat. Nimm du die Piat doch mit. Ist auch okay. Hauptsache der Gegner kriegt die nicht und der kann die halt auch verwenden. Nimm bitte die Piat mit. Nimm die Piat mit. Klick doch einfach die Piat an, Dude. Ich bin mir ziemlich sicher, der kann das auch mitnehmen, die Piat. Er hat die Piat nicht mitgenommen. Ich verstehe es nicht. Der läuft doch gleich eh mal mit dem Blob mit. Das eine Piat mehr im Blob. Haben die zumindest schon mal ein paar Kills gemacht. 9 und 10. Sag mal, töten sie mal was. Das Problem ist, glaube ich, dass die Briten keinen Crush haben in ihrer Truppe im Moment. Was bedeutet, die können die Dinger niemals wegräumen. Den Draht legt man immer hinter die Panzerfallen. Ah, der Brit hat die gelegt, okay. Er kriegt die Panzer nicht tot, ne? Die töten einfach immer seine Infanteristen. Das sind so Fights, wenn ich gewinnen kann, soll man die auch nicht kämpfen, würde ich immer sagen. So, weiter geht's. Zwei Fronten. Warte mal, was ist gleich passiert? Die werden wieder gewonnen schon mit irgendwas. Zack, tot. Er ist weit vorne wieder. Also aus irgendwo will keiner eine Piat. Der hat die auch nicht eingesammelt, die Piat. Das ist halt die geilste Waffe im Spiel überhaupt, wenn man denkt, dass nur noch Panzerkämpfe gerade wirklich laufen. Fragezeichen. Holla. So, tot. Die Fireflies nochmal, die müssten eigentlich auf Long Range kämpfen, das wäre wichtig. Und der müsste seine Geschwindigkeit ausnutzen, um nicht gefinisht zu werden. Das war ein Tigerschuss. Der 3. Ah, sieht langsam dünn aus beim Briten. Hummel. Glücksschüsse der Hummel. Obwohl ihr eigentlich weiß, dass die Basis nachsteht. Ich vermute mal, der hat hier so ein bisschen mittig gezielt. Kaute Adler auf die Hummel, auf die Priest, kann auch natürlich sein. Das sieht fast so aus. Die Frage, die sich mir stellt, ist A, warum hat er sich nach dem ersten Schuss mit dem Priest nicht bewegt, dass er sichtbar wurde? Und dann nach dem dritten Schuss, der gekommen ist, immer noch nicht bewegt. Jungs, Michael, eure dummen Einheiten ein Stück weit. Also wir sprechen hier von, das soll halt die Crème de la Crème angeblich sein. Ja, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber stand da so im Kommentar. Level 19, Level 20 ist Maximum. Level 4. Da sind jetzt überall Gräben, die kann er so nicht ohne Probleme wegkommen. Da brauchen wir gleich den Flammenwerfer. Jetzt wird schon wieder die armen Fische in den Teich getötet. Also... Zumindest machen sie es mit System. Immer auf demselben Teich. Die Piat liegt da noch. Genau, Flammenwerfer. Sehr schön von dem Mann. Ne? An den Graben, genau. Also in den Graben nimmt die ein bisschen mehr Schaden, wenn er ein Flammenwerfer ist. Jetzt sitzt er im Graben. Das war mal ein Barbecue. Das ging richtig zack und weg. Also Flammenwerfer machen, wenn die Leute Deckung haben, mehr Schaden. Und das war halt zack, direkt. Ne? Hab ich jetzt so schnell auch noch nicht gesehen, aber das ist ein bisschen ambitionierter. Ja, also die Runde ist eigentlich klar entschieden für Wehrmacht. Die sind ja nur verlieren, die Briten. Eigentlich seit Spielbeginn, habe ich das Gefühl. Eine Hummel sagst du, meinst nicht dritte Hummel, oder? Normal sagt man, man gibt Defense-Wett aus und stellt ihn dann nach vorne. Der hat eine andere Philosophie. Wie hast du denn beide Panther verloren? What the hell? Das waren, also zur Erinnerung, das waren zwei Wett-2-Panther. Ich weiß nicht genau, wie er die verloren hat. Da unten steht halt zwei Fireflies. Keine Ahnung, wie die verloren hat. Eigentlich zwei Wett-2-Panther sollte man nicht so ohne Probleme verlieren. Das liegt halt daran, dass die halt so super stark schnell sind, ne? Ja, der Wehrmachtler hier, der macht gleich weiter. Also die haben schon 5 Fahrzeuge zusammen vernichtet. 5. Das ist natürlich wirklich brutal. Ja, dann geht es hier runter und räumt die nächsten Zeugs weg. Also die Blitzdoktrin auf jeden Fall Gold richtig auf kleinen Maps und Goldkäse.
Du willst 7 Stucks holen. Hast du sie noch alle? Ey, warum will er dir die Stucks holen? Ich verstehe das nicht. Ich würde an der Stelle eher fast überlegen, den dritten Trooper zu holen. Vielleicht sogar mit Sturmgewehr, um die Blobs auszuschalten. Aber doch nicht 7 Stucks, ey. Was ist das? Also klar, die 7 Stucks können auch ein bisschen arbeiten hier, aber... Also die Stackhorn sind ja ein Problem, ja? Da würde ich einfach wirklich sagen, nochmal ein dritter davon tut sich ja auch nicht weh. Ist ja nicht so, dass eine aktive Adlerie wäre, die irgendwelche Schäden anrichtet. Du kannst die Booby-Trappen! Das habe ich nicht gewusst, dass das geht. Das habe ich noch nie gesehen. Der hat die gebubi-trappt. Das heißt, wenn der gleich einen Britte reinsetzt, dann vernichtet er seinen eigenen Trupp. Ich wusste nicht, dass das geht. Das ist ja witzig. Das ist so geil. Ich habe das dazugelernt. Naja, nice. Der killt jetzt einfach die ganze Infanterie. Er kann die aus dem Captain zurückziehen, obwohl... Ich glaube, er hat beide Captain, also seinen Captain verloren. Also Rückzugsknopf zum Knäppen haben die halt statt zur Basis und dann wäre Sicherheit. Wo reparieren neben dem Sturmgewehr? Ja, also das mit dem Tiger hatten wir schon mal, oder? Und fast geguckt. Wobei, der muss jetzt ein bisschen aufpassen. Das sind jetzt zwei Fireflies und er ist Lowlife. Also tatsächlich haben die jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, den zu töten. Ich vermute mal, die haben nicht so gute, doch müssen eigentlich Sicht haben, Motorschaden. Der hätte eigentlich diese, wo ist es denn hier, Blitzkrieg gehabt, dann hätte er schneller rausfahren können. Aber er hat keine Moon gehabt, aber er hat Manpower. Ja, also den Tiger, das Duell mit dem Tier, das war schon ein bisschen vielleicht nicht nur gut. Hätte aber ne, rausfahren können, aber als dann die Fireflies kamen, war es zu viel. Und die Trooper wollten nur unten irgendwie genau gegen denen arbeiten. Die Kanone ein bisschen müde aus. Da ist der Command-Panzer, oder? Der ist ein normaler Krompel. Bin gleich mal gespannt, ob da einer reinhüpft. Aber nur, wenn man nicht britisch spielt normalerweise. Er hat halt nicht gelogen, ne? Er hat wirklich Stux gebaut zu seinem Stu. Man muss mal so sagen, statt dieser komischen Stuck-Idee hätte er auch einfach nochmal einen Tiger bauen können. Die Stux bekämpfen halt eigentlich nur die Fahrzeuge, keine Infanterie. Und die Piats, die tun die trotzdem normal penetrieren, weil die auf den Kopf schießen, nicht gegen die Schürzen. Also ich weiß nicht, warum der meinte, die Stux wären die Antwort des Tages. Also der Tiger mit dem Stu zusammen ist eine ganz gute Kombo. Die Adlerie schießt wieder. Ja, unendlich viele Kills gemacht. Also die Briten bluten einfach aus gegen die Adlerie. Was sehr ungewöhnlich ist, weil die Briten eigentlich nur sehr viel beweglicher mit den Einheiten sind, sich zum Captain statt zur Basis auch noch zurückziehen können, die Fahrzeuge beweglich sind, einfach alles. Diesen Exploit laufen mit der Infanterie oft machen. Also eigentlich sollte die Artillerie die Hummel sollte nicht so gute Ergebnisse erzielen. Rückwärtsgang. Er geht jetzt gleich die nächste Firefly down. Also ich weiß nicht, warum er nicht einfach aus der Artillerie rausfährt. Ich verstehe das nicht. Das machen die beide so, ne? Der wartet so hardcore lange. Und beenden die das nicht einfach? Also die könnten den Punkt ja hier einfach selber wieder kappen. Die denken aber wahrscheinlich, das geht noch nicht. Adlerischlag. Kanoniere sind alle tot. Au Backe. Also die sind auf jeden Fall zu AFK, die Briten-Einheit, die machen ja gar nichts. Also nochmal ganz zur Erinnerung, diese Piats, ne, der könnte einfach, sagen wir mal, irgendwo sich hinstellen, hier wo überall Deckung ist, die alle unsichtbar machen. Ah, neuer Tiger, nice. Ja, also hier oder irgendwo, und wenn der nächste Angriff kommt, dann laufen die in mehrere Piats rein, die einen First Shot haben. Ja, direkt ein Finisher. Oder die Sturmtruppen laufen da rein, ne, weil die sehen die dann auch nicht und dann werden sie halt überrascht. Also und daher, der Einsatz, der müsste nochmal überdacht werden von den Piats. Dann die Sturmtrooper wieder.
Die sind aber auch viel zu defensiv. Jetzt zum Beispiel hier wieder, ne? Der könnte einfach in die Ecke gehen und die wegschotten, statt hier, keine Ahnung, stehen zu bleiben und Schritt zurückzugehen. Also warum, ne? Schießt er nicht einfach? Oder springt kurz ins Haus, bum bum bum, raus, fertig. Also der Einsatz dieser Dinger ist so hardcore vorsichtig bei dem. Man muss mit denen vorsichtig sein, aber der übertreibt viel zu sehr damit. Hier sicher auf Long Range schießen, keine Frage, aber geht doch mal einen Schritt nach vorne und schießt hier einfach ab die Teile. So, jetzt. Zack. Und jetzt tut's weh. Nicht mit allen auf den gleichen schießen, genau. Das ist eine Art von hinten eingeschlagen, Fragezeichen. Ist das Friendly Fire? Weil der steht gerade mit seiner, der britische Seite der Adri hin, wo sein eigener Panzer stand. Er wollte ihn wahrscheinlich auslöschen. Die bessere Lösung wäre, jetzt in die Basis zu schießen. Aber die Fireflies sind tot, ein Trostteil. Jetzt macht der Blitz an, damit er schneller fährt mit den Panzern. Und jetzt kriegen wir einen Duck-Push. Ich glaube, die schießen auch schneller. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Schießen sie häufiger. Also häufiger heißt wahrscheinlich schneller. Ja, die Stucks, ne? Super episch. Die schießen jetzt sowieso die ganze Zeit daneben. Also selbst mit der Blitzgeschichte machen die halt ja kaum was davon. Die kosten jetzt auch kein Vermögen, aber warum man sich für die Einheit entschieden hat, ist ein absolutes Rätsel. Und Fuck. Ich weiß es nicht. Das war so ein Griff ins Klo. So, der Brite hat sich hier oben entschieden. Hast du eigentlich ein bisschen reingelaufen, schade. Hat sich entschieden, hier Gräben auszuheben. Also, ich will das jetzt über Siegpunkte wahrscheinlich holen. Genau, der nistet sich jetzt quasi hier vorne ein. Da müssen gleich wieder die Flammenwerfer kommen. Und hier liegt auch jemand noch. Ich kann es gar nicht sagen. Jetzt müsste aber auch einer kappen gehen, sonst hat er nichts davon, dass er da steht. Da sind unsere Freunde wieder, der Sturmtrupp. Der muss wissen, dass die da sind, weil sie sich eben zurückgezogen haben. Das sollte keine Überraschung für ihn sein. Genau, er will eigentlich den kappen, nicht den da oben. Lohnt sich jetzt leider Sektorartig ran, weil er könnte jetzt hier oben anmachen, das Problem zu lösen. Der kann auch eine Bündelgranate da reinschmeißen. Mund hat er ja. Da kommt sie. Also tot. Zack. Und vollständig ausgelöscht mit ihr. Also die britische Kampfstrategie habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Der opfert immer alle seine Einheiten überall. Und die Cromwell-Entscheidung war auch ein bisschen komisch. Der hat wirklich ein sehr schlechter Panzer, wenn man so sagen darf. Und da gibt es den nächsten Punkt. Es gibt hier einen Artillerie-Schlag, der will wahrscheinlich das Kappen unterbinden, aber steht ja nicht bei den letzten zwei Punkten oder so. Ne? Und da bringt das auch nichts. Da stehen sie immer noch oben, tun nichts. Ja, also das, was wir hier sehen, ist das Problem, dass sie halt das fundamentale Prinzip des Screens nicht verstanden haben. Die Dinger schießen auf Long Range jeden tot und dafür muss aber jemand die entdecken für die. Das kann die Infanterie leisten, das können die Stackhounds leisten, das können Emplacements leisten, das können Gräben mit Truppen drin leisten. Es gibt eine ganze Reihe von Lösungen für. Ja, und die machen jetzt den nächsten Kill. Oh, ich kann das nicht damit ansehen. Ich kann nicht, wie oft ist der jetzt gekommen, dieser Doppeltrupp? 7-mal, 8-mal, 9-mal? Was ist das? Also, dass die Crème de la Crème des Briten im 2 gegen 2 ist, auch wenn es so ein Random-Match ist, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich öfter Mehrmacht spielen. Was ist denn eine gute Suppression? Fragezeichen. Die einzige Suppression, die ich kenne, ist ein MG. Wenn mit der Adlerin schießt, zieht keiner den Kopf ein. Ja, ja, ist aber vorbei. Also die haben das jetzt gewonnen im Norden und die Hummel haben richtig gut abserviert. 6 Panzer haben die Hummeln allein bekommen. Der helle Wahnsinn. 6 Panzer. Da muss man sich mal reintun. Liegt da immer noch die Fiat. Oh, was ist das denn ausgegangen? Ist jemand reingehüpft? Ja, der hat sich gar nicht gelohnt, das du. Ich denke, dass das jetzt jeden Moment vorbei ist. Hier müssen wir einfach aufgeben, die Briten.
Ja, also auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, also die Blitzdoktrin war definitiv eine sehr gute Wahl, genau wie die Hummel eine sehr gute Wahl war. Das haben die sicher richtig gut gemacht, die beiden. Und auch, ne, sich nicht entmutigen lassen von diesem miserablen Start, den sie da hatten. Und dann hat man den einen oder anderen Exploit gesehen, hatte ich immer noch das Gefühl gehabt, mit dem Laufen, das war brutal. Und das hat die halt auch nicht aus dem Konzept gebracht, also sehr löbliches Gameplay von den Deutschen, haben sich da wirklich einfach auf ihr Gameplay konzentriert und nicht aufgegeben und dann auch ein Comeback geschafft. Als jetzt die Blitztrooper halt so super defensiv sind, das ist wahnsinnig gemacht. Die sind ja auch schneller. Also die laufen, glaube ich, schneller, die Infanteristen, ne, mit dem Ding. Genau, und die schießen schneller, die Infanterie. So, können wir das nochmal klären mit der, sehr gut, mit der 7, die der eine da hat. Also wisst ihr halt immer noch, ne, eine Frage, die wir klären müssen. Ja, die Trooper räumen gerade alles weg. Sehr schön. Da wird der Hummel da reingeschossen. Broken Error. Respect to lose on this map. Da sind wahrscheinlich ein bisschen ungehalten, die beiden, weil... Also sie sagen aber so, ob es Barcounting war, wissen wir nicht hundertprozentig. So wie die gespielt haben, sah es tatsächlich ein bisschen danach aus, aber man weiß es halt wirklich nicht immer. Da guckt jemand raus. Da vorne. Aber die, wie gesagt, die Lauf-Exploit-Mechanik, die ich da gesehen habe, das ist schon... Das muss ja nicht sein. Trotzdem GG ließ sich trotzdem einigermaßen human beenden, das Ganze. Jo, das war die Geschichte. Also war eine schöne Runde tatsächlich, überraschend vor allem. Aber man muss tatsächlich sagen, also von den Briten, ich habe halt, glaube ich, keine einzige Aktion gesehen, die mich überzeugt hat von Briten. Ne? Das sah wirklich so aus, ob die einfach nur, weil es halt Briten sind, ein sehr starkes Early-Game hier hatten, bis Mid-Game und dann kontinuierlich alle Schlachten verloren haben, immer im Rückzug waren, immer von der Artillerie getroffen wurden, immer nicht gescreent haben, immer ihre Fahrzeuge nicht eingesetzt haben. Das war traurig anzusehen von der britischen Seite. Ah, guck mal, die haben auch Corona, der hat so eine Maske auf. Ist das für ein Flammenwerfer? Hilft das gegen die Hitze oder hat er gestunken? Ist mir noch nie aufgefallen, dass die eine Maske tragen, wenn die Flammenwerfer dabei haben. Das sehe ich auch zum ersten Mal, ne? Also mit den dicken Handschuhen ins Gewehr kommst. Was trägst du eigentlich gerade für ein komisches Gewehr? Stimmt das so? Haben die nicht normalerweise MPs dabei, die Jungs? Ach, das sind die britischen Flammenwerfer. Ah, Quatsch nicht, das sind keine Flammenwerfer, das ist Reparaturtrupp. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Schweißgerät. Ich habe mich schon gewundert, hier stimmt ja überhaupt nichts. Ja, das ist ein Schweißgerät, also das sind die Reparaturtruppen, da ist auch die Zange. Da sind die Ersatzschweißgeräte. Die habe ich noch nie gesehen. Sehen so ein bisschen aus wie die Fremen. Also ich habe die schon mal gesehen, die Truppen, noch nie so nah. Es ist immer schön, wenn das so Standbild ist, wenn so Bullets in der Luft sind und so weiter. Ne? Das irgendwie, das hat was. Da gab es mal eine Doku über den Zweiten Weltkrieg, ich glaube eine russische Doku allerdings, wo die auch so Computeranimationen und Standbilder hatten, ähnlich wie Camp Nefios. Das sah schon sehr, sehr gut aus. Da sind 4 Mann drin. Einer am MG. Ich glaube, diese MGs-Geschichten, ne, genau wie die Koksals hier drin und so ein MG, die sind, glaube ich, nur Zierde. Ich habe noch nie gesehen, dass die einen Kill machen. Briten. Sehe ich nicht so häufig im Standbild. Guck mir nicht so viele Britenspiele an. Der Dude hat mich immer gewundert, der da im Truck sitzt. Und jetzt achtet mal auf die Augen, die drehen sich mit euch. Es glaubt mir nie einer, aber guckt euch das mal an, die Augen. So, guckt mal, wo der jetzt hinguckt, Sekunde.
Nein, ist schwierig, die Kamera zu steuern. Moment, Moment. Warum ist die Kamera heute so schwierig zu steuern? Okay, der guckt jetzt nicht, aber ich habe mal ein Replay geguckt, der hatte die ganze Zeit mir hinterher geschaut. Okay, der macht das nicht. Das nötig, dass ich jetzt gesagt habe, du dummer Hund. Warte, vielleicht ist das der falsche Truck. Ich suche mal einen anderen. Also bei einem weiß ich das doch genau, denn die Augen sich mit mir gedreht. Das habe ich nicht eingebildet. Lässig übers Lenker. Okay, der guckt auch geradeaus, oder? Also ich habe ein Replay. Ups, die Kamera. Ich habe ein Replay mal gesehen, dann haben die Augen sich mal in Richtung gedreht. Wollen sich nur nicht erwischen lassen. Bin mir sicher, dass ich eins davon gesehen habe. Habt ihr noch einen Truck in der Ecke vielleicht? Vielleicht wird der Truck das. Warum sitzt der eigentlich am Lenkrad, wenn der eingebuddelt ist, der Truck ganz nebenbei? Ist das nicht irgendwie komisch? Witzig ist auch hier, die sehen unterschiedlich aus, ne? Alle haben unterschiedliche Gesichter und auch unterschiedliche Körperhaltung. In so viele Details drin. Das ist echt klasse gemacht in dem Spiel. Also kommt jetzt nichts mehr, ich bin jetzt nur paranoid. Boah, ich muss nachher nochmal gucken. Ich habe einen Replay, der hat ja die Augen gedreht. Das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Also da stimmt auf jeden Fall was nicht. So, da werden die Trucks drin hergestellt, die Panzer hergestellt in dem Ding. Das wächst auch schon Gras, viel passiert da anscheinend nicht. Briten, was hast du denn noch für Einheiten auf dem Feld? Das hatten wir auch schon. Graben, hast du nicht mehr, ne? Die Freben hatten wir auch schon. Ich glaube, es waren alle Briten. Die anderen Jungs, die kennen wir ja. Typische Panzerelite. Gucken immer so kritisch. Da schleichen sie. Der hat bestimmt was gehört, der lauscht danach. Grrr. Er ist mitten im Kampf. Was bist du? Ach, die Trooper. Sie sind immer so dick angezogen mit ihrem kleinen Mantel, ne? Die drehen alle nicht mehr die Augen. Ist das vielleicht die Grafikeinstellung, weil ich die jetzt höher habe als früher? Dass sie bei niedrigen Grafikeinstellungen die Augen mitdrehen? Die Kamera hängt. Was meint ihr, wenn jetzt einen, der seinen Kopf auf einmal drehen würde und uns anlächelt, was wir dann für einen Schreck kriegen würden? Das wäre was für ein Horrorfilm. Ich frage mich, wie viele Gesichter die haben. Also das sind jetzt alles unterschiedliche Gesichter gewesen, ne? Wo guckst du hin? Was läuft da links? Der guckt auf seinen Kameraden, der ist irgendwie unzufrieden. Skeptischer Blick. Was macht denn dein Kamerad? Der liegt doch da am Dreck, so richtig so mit der Deckung. Kann nicht weiter reinzoomen. Ist zu tief, das Gelände. Ranfallen. Sieht man die eigentlich? Nee, ne? Doch, da ist doch so ein Radio. Das gehört da sicher nicht hin, oder? Warte mal. Das ist doch jetzt ein Siegpunkt mit der Brandfalle. Hast du da unten schon einen rangelegt? Nee. Moment, hä? Jetzt war das hier. Das Radio ist aber auch so da dran. Man sieht es anscheinend nicht. Also das Radio ist immer dran, an jedem Fuel anscheinend. Kann man das wirklich nicht erkennen, ob da eine Brandfalle dran ist? Nee, ne? Da liegt so ein Koffer oben drauf hier, das da. Liegt das normalerweise da drauf? Habe ich das eben da unten gesehen? Da liegt auch da drauf die Tasche, okay. Das hängt die Wäsche. Habe ich die jetzt schon angeguckt?
Minimal, oder? Guck mal hin, minimal. Aus dem Augenwinkel. Naja, vielleicht ein bisschen Einbildung bei. Aber ich kann schwören, ich habe mal einmal die Augen rollen sehen. Ja, das war es auf jeden Fall. Interessantes Spiel. Wenn auch, wie gesagt, eigentlich war es ja einseitig. Eigentlich haben die Briten nur aufs Maul bekommen. Obwohl die am Anfang halt geführt haben. Aber Wolf Heser halt mit Briten, sicher mal eine interessante Sache. Vor allem, dass sie da auch mal verlieren. Das ist ganz interessant gewesen zu sehen. Ich hätte es tatsächlich nicht für möglich gehalten. Bei vergleichbarem Skill soll es unmöglich sein, aber ich glaube, hier war ein großes Skill Gap, auch wenn die Stuck-Entscheidung sehr, sehr fragwürdig war, wie ich persönlich finde. Also Stucks, 7 Stucks wollte er spammen, hat er gesagt. Weiß ich noch nicht, ob das die beste Entscheidung war, aber er hat ja gewonnen. Also von daher sagen wir nichts weiter. Und ich bin weg für heute. Ciao, ciao.